Ja, Martin, Bronco. Ich bin der Bronco als Künstler. Es geht mein Über-Ich auf den Sack. Also es war interessant heute, es war ein toller Abend, es waren tolle Leute da. Ich bin mehr so die Axt im Walde unter den Singer-Songwritern. Es waren gute Sängerstimmen da und Instrumentalisten. Ich versuche ja auch mein Bestes. Ich habe auch so einen Titel, kein Doktor. Ich habe ein Diplom, FH. Ist nicht ganz so viel wert. Sind hier Studenten? Zwei? Oh, wenig. Macht man noch Scheine? Ich musste Scheine machen früher. Ganz viele. Zum Grundstudium, dann BAföG kriegt. Am Ende gibt es einen großen Schein, das Diplom. Und dann stehst du da, hast nichts auf der Naht, irgendwie immer auf die euren Klamotten an. Kein Job, die ganzen Verbindungen sind weg. Irgendwie, du kostest plötzlich Geld. Mit Studentenarbeiten ist billig, aber. Ja, ich habe noch ein Lied geschrieben, Diplomversager heißt das. Ich hab gehört, in Deutschland ist das Wichtigste der Schein. Man braucht ihn, um in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Und sollst du studieren gehen, dann träge es dir ein. Der allererste, wichtigste, das ist der Taxischein. Ich hab ihn leider nicht gemacht, das hat mich um viel Geld gebracht. Ich wollte in meinem Job was reißen, hab noch immer nichts zu beißen. Zivildienstleister war ich auch, nur hab ich jetzt ein Loch im Bauch. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Ich hab die ganzen Scheine nur zum Schein. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich hab einen tollen Abschluss, ich hab auch Abitur. Doch leider ist von Arbeit weit und breit hier keine Spur. Und wenn ich mich mal vorstelle, dann höre ich immer nur: Tut uns leid, wir brauchen keinen, liegt an der Konjunktur. Ich hab Zeugnis von der IHK, Diplom von der FH sogar. Ich bin ein Akademiker, ach, ackern wäre jetzt wunderbar. Ich wollte auf den freien Markt, doch der ist ganz schön zugeparkt. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Ich hab die ganzen Scheine nur zum Schein. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Bin ich überqualifiziert und doch unterbezahlt. Dabei habe ich mir in meinem Traum das so schön ausgemalt. Und wenn ich mal einen Job hatte, dann warte ich auf mein Geld. Es ist hier um die Zahlungsmoral nicht so gut bestellt. Schau ich auf meinen Kontostand, dann bin ich wirklich abgebrannt. Ich denke nach von früh bis spät, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das Wasser steht mir bis zum Hals beim Schwimmen meines Kapitals. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Ich hab die ganzen Scheine nur zum Schein. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Ich hab die ganzen Scheine nur zum Schein. Ich bin Diplomversager, Diplomversager. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Viel Spaß noch beim Studieren. Vielen Dank, Toronto.